Schön, dass du da bist. In diesem Orakel, in diesem kollektiven Orakel, geht es darum, ob er vorhat, wenn du ein Mann bist, drehst es bitte um, dann ist es eine Sie, sich wieder bei dir zu melden. Es gibt drei Auswahlmöglichkeiten und du kannst da jeden Stapel mit einem anderen, mit einer anderen Person besetzen, belegen. Und du weißt, dass kollektive Orakel keine persönlichen Kartenlegungen ersetzen, aber vielleicht bist du einfach diesmal dabei. Das würde mich sehr freuen. Und los geht's. Stapel 1 hat er vor, dass er sich wieder bei dir meldet. Diese Person, an die du jetzt denkst, das heißt nicht, dass er das auch umsetzt, aber hat er das auch vor? Und wir schauen dann aber rum. Es kann sein, dass ihr Kontaktabbruch habt oder dass das jemand ist aus deiner Vergangenheit, also wo kein wirklicher Kontakt besteht. Weil sonst macht die Frage ja wenig Sinn. Stapel Nummer 1. Hat er vor, wenn du ein Mann bist, drehst du es um, hat sie vor, dass er sich wieder meldet, dass sie sich wieder meldet, die Person, an die du jetzt denkst. Unabhängig davon, ob derjenige das auch tut und umsetzt. Oder das vor und falls er ja rauskommt, warum? Stapel 1. Dieser Mensch, dieser Mensch hat sehr große Unsicherheiten in Bezug darauf, ob er sie wieder melden soll. Das kann ja sein, dass ihr in einer Verbindung wart oder er sich mit dir eine Verbindung wünscht, die dich aber im Moment so wahrnimmt. Das heißt nicht, dass du so bleiben musst, ja, das ist ja momentan so, dass du dich ihm abgewandt hast oder seinen Intentionen nicht offen gegenüberstehst. Hau dir das vor, dass er sich meldet bei dir. Ist in einem Mega-Umbruch. Dieser Mensch, auf den du schaust, dieser Mensch, dieser Mann, als Frau jetzt gesprochen, ja, für alle Frauen gesprochen, sozusagen, so, wartet noch ab. Der ist in einem Mega-Transformationsprozess, wo er wirklich alte Strukturen loslässt. Ich schaue jetzt auch, okay, wenn er diesen Prozess sozusagen vollendet hat, das kann in einem Tag sein, in einer Woche, wie er immer, wie dann die momentane Tendenz ist, ob er sich dann melden möchte, vorhat zu melden bei dir. Ja, ein eindeutiges Ja. Er hat dann vor, dass er sich meldet. Und zwar, er mag als
ich sage jetzt mal so rundum erneuerter Mann vor dir stehen, mit einem Kelch der Liebe. Es würde mich nicht wundern, ja, wenn es um jemanden geht, wo schon mal eine Verbindung, eine emotionale bestanden hat. Wenn nicht, dann ist es nicht dein Stapel, ja. Derjenige möchte in einer ganz, ganz neuen Energie, nämlich stabil, männlich, aber voll Liebe, ja, vor dir stehen und dir, also ich habe wirklich da die Welt zu Füßen legen, ja. Mit dieser Energie möchte er sich nach diesem Mega-Transformationsprozess, ja, der Tod und das Schicksalsrad, in dem er da gerade ist, er geht da gerade durch sehr große Ängste und Unsicherheiten, euch betreffend, ja, da ist wahrscheinlich einiges vorgefallen, nach diesem Transformationsprozess eben hat er vor, dass er sich bei dir meldet. Das heißt nicht, dass es tut, ja. Und jetzt, also das bitte zu beachten, ja, weil das ist nicht Thema dieser Legung. Und jetzt dann schauen wir noch, was er denn damit bezweckt oder was, mit welcher Intention, ja, weil wenn er sich melden möchte, dann muss das ja irgendwann einen Zweck haben, ne? Überlege jetzt nur gerade. Da verwende ich diese Karten. Danke übrigens fürs Abonnieren von meinem YouTube-Kanal. Glocke drücken nicht vergessen, dass du jedes Videogeschenk siehst, informiert wirst. Danke für dein Like, für deine Wertschätzung, fürs Teilen. Also, schauen wir mal. Intention. Die Intention ist eine Versöhnung, ein liebevolles Angebot. Die Liebe mit dir oder das Gefühl, ja, die Emotion wieder mit dir aufleben zu lassen. Ja, weiter der Kelche. Und als wirklicher, ich sage jetzt mal so, Macher vor dir zu stehen, ja, König der Stäbe und der Magier gepaart. Ja, das ist schon jemand, der die Dinge in die Hand nimmt. Und die Frage war ja jetzt, was ist seine Intention? Warum hat er denn vor, dass es sich nach diesem Transformationsprozess bei dir meldet? Weil er dir die Liebe eröffnen möchte, weil er was wieder gut machen möchte, weil er sich versöhnen möchte, weil viel Gefühl für dich vorhanden ist. Stapel 1. Danke fürs Mitdabeisein. Danke für die Aufmerksamkeit. Viel Segen für dich, Stella. Stapel. Nummer 2.
Stapel Nummer 2. Hat er vor, dieser Mensch, an den du denkst, dieser Mann, an den du denkst, sich wieder bei dir zu melden? Wenn du ein Mann bist, drehst um, dann ist es eine Frau. Jemand, mit dem kein Kontakt im Moment besteht. Weil sonst müsstest du ja nicht oder würdest du ja nicht fragen wollen, ob sich derjenige vorhat, sie wieder zu melden. Stapel 2. Das heißt nicht, dass er es auch tut. Hat er es vor, sich wieder bei dir zu melden? Dieser Mann, an den du da denkst, dem wäre es lieber, wenn du dich wieder melden würdest. Er hätte gerne mit dir Kontakt, das liegt da, aber er empfindet sich selbst im Moment nicht in der Lage, dass er sich meldet bei dir. Warum? Er kämpft mit sich. Er kämpft mit sich, ob er sich melden soll oder nicht. Er zweifelt. Und ich habe da auch interessant, ja, er ist ziemlich, ja, seine Spur auch von Wut, Zorn, vielleicht auch auf sich selbst, ja. Er kämpft mit sich. Warum ist er denn so wütend? Weil er Gefühle für dich hat. Also er hätte gerne Kontakt mit dir. Es wäre bequemer, du siehst, er sitzt da sehr bequem und auch die Arme verschlossen vor der Brust, ja. Es wäre ihm lieber und bequemer, ja, wenn du dich meldest. Du legst das König in der Kelche und wenn du auf ihn zugehst, liebevoll, sanft und die nötigen Schritte unternimmst. Kontakt hätte er gerne mit dir. Es liegt eindeutig da, im Wagen. Also er kämpft noch mit sich. Wir fragen mal, warum er denn gern Kontakt mit dir hätte. Du musst es dann entscheiden, ja, ob du die Aktive sein möchtest, ja, Stapel 2. Übrigens, danke fürs Abonnieren von meinem Kanal. Wenn du die Glocke drückst, wirst du immer informiert, sobald ein neues Videogeschenk online geht. Danke fürs Liken, wenn es dir gefreut. Danke fürs Teilen. Und du weißt, es ist ein kollektives Orakel. Das kann für dich zutreffen, muss aber nicht und ersetzt in keinem Fall eine persönliche Kartenlegung. Aber vielleicht ist ein Impuls für dich dabei. Das tat mir sehr gefreut, Stapel 2. So, schauen wir mal, warum er denn da wirklich an diesen Kontakt mit dir so denkt und den auch gerne möchte, aber halt. Es lieber wäre, wenn du den ersten Schritt tust. Damit er sieht, also die Frage war jetzt, warum möchte er gern überhaupt diesen Kontakt? Jetzt schließt ja der Kreis, warum er gern hätte, also warum ihm lieber wäre, ja, dass du dich meldest.
Er möchte gerne wissen, ob sich die Wogen schon geglättet haben. Das heißt, zwischen euch dürfte es in der Vergangenheit vielleicht einen Disput gegeben haben oder so. Das weißt du am besten, wenn das nicht so ist, Stapel 2, dann ist das nicht der Stapel, ja. Aber das liegt also eindeutig da von der Energie her und er möchte gerne wissen, ob sich die Wogen schon geglättet haben und sich die Energie ausgeglichen hat, ja. Und das erklärt jetzt auch, wieso er gern hätte, dass du als Königin der Kelche, also ganz sanft und lieb, auf ihn zugehst, liebevoll, ja. Also damit hätte er gleich eine Bestätigung, dass sich die Wogen wieder geglättet haben. Und sozusagen, ja, wieder alles gut ist. Die Hohepriesterin an der Unterseite des Decks sagt aber, er weiß nicht Bescheid, was ist eigentlich los. Auch mit den 7 der Kelchen, was es rausbringt, er ist komplett verwirrt. Also er weiß nicht, wie du da jetzt zu ihm stehst, ja. Ob du das jetzt denn tust, ja oder nicht, das musst du wählen und entscheiden, lieber Stapel 2. Du wirst das Richtige tun. Fühle einfach in dein Herz, Stapel 2. Das war es mal so momentan in dieser Situation mit diesem Mann. Nur Mann, bist du drehst einfach um. An den du gerade gedacht hast. Stapel Nummer 2. Ich danke dir fürs Mitdabeisein und danke für dein Interesse, für deine Aufmerksamkeit. Viel Segen für dich, Stella. Stapel 3. Stapel 3. Wird er sich wieder bei dir melden? Hat er vor, dass er sich bei dir meldet? So ist es richtiger formuliert. Das ist das Thema dieses kollektiven Orakels. Hat er vor, dass er sich bei dir meldet? Wenn du ein Mann bist, dann drehst du es bitte um. Stapel 3. Und wenn ja, warum? Was ist die Intention? Stapel 3. Hat dieser Mann vor, dass er sich bei dir meldet? Das heißt nicht, dass es auch tut, sondern ob er das jetzt vorhat. Ui, dem tut was leid. Dieser Mann zeigt Reue, also doppelt, ja. Da ist was vorgefallen bei euch, wo es ihm wirklich, wirklich leid tut. Das, was zerbrochen ist. Er macht sich wirklich Gedanken. Er hat vielleicht auch Schuldgefühle. Auf alle Fälle Reue, es tut ihm leid. So wie das gelaufen ist bei euch, ja. Vielleicht ist Kontaktabbruch oder das ist jemand, Ex-Partner von dir, was an wen du gedacht hast, ja. Hat er vor, dass er sich bei dir meldet? Es ist so, er steckt im Moment komplett fest mit dem Gehängten. Ja. Also er ist wirklich im Bereuen, es tut ihm so leid, überhaupt einen Überblick über die Situation zu kriegen, warum das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Wenn du die dann nicht wiederfindest, Stapel 3, dann ist das nicht der Stapel. Wir sind beim kollektiven Orakel und das
ersetzt keine persönliche Kartenlegung, das weißt du, und es kann ja nicht auf jeden zutreffen. Aber du merkst eh, ob das so in deiner Situation mit diesem Gegenüber passt, an den du denkst. Also er ist jetzt gerade in diesem Bereuen, in diesem, wieso ist das so gelaufen? Was habe ich da verkehrt gemacht? Es ist so schade, dass das vorbei ist, dass da jetzt kein Kontakt ist. Und es ist auch jemand, der ein bisschen schwerfällig ist, um es jetzt mal sehr vorsichtig auszudrücken. Also das ist, der ist nicht der Schnellste, ja, von seinen Handlungen. Und er hätte gerne Kontakt mit dir, ja, absolut. Er hat Angst vor einer Abfuhr, dass du ihn nicht, dieses Herangehen an dich nicht annimmst. Bist ganz eine wertvolle Frau für ihn. Er weiß um deinen Wert. Und er versteht da, warum du ihn, also würde auch verstehen, wenn du ihn ablehnst, also dieses Herankommen an dich. Irrsinnige Ängste sind vorhanden, also was soll ich tun? Ja, also totale Angst, ist bereit, diese Ängste abzulegen. Sehr viel Gefühl ist für dich vorhanden. Sehr viel. Sehr viel, sehr viel. Und er weiß auch um deine Sensibilität. Ja, er ist, ich habe nochmal, es ist ja ganz, ganz starke Angst da, dass du ihm die kalte Schulter zeigst. Er schwankt. Also zu der Frage hat er vor, dass er sich bei dir meldet. Er würde sehr, sehr gerne. Die Angst vor Ablehnung ist sehr groß. Er versteht das auch. Da ist einiges vorgefallen. Der ist sozusagen, es sind ganz starke Gefühle für dich da. Und er ist ein Stück ermüdet von dieser Situation, ja. Ich schau mal, wann er da durchgegangen ist, ob er dann vorhat, dass er auf dich zugeht. Ja. Okay. Ja. Er versteht das. Also da muss einiges vorgefallen sein. Er versteht, er bereut es wirklich, was da vorgefallen ist. Ja, da dürfte er dir einiges anschauen haben lassen. Stapel. Stapel Nummer 3, dass es rausbringt, ja. Schauen wir mal, was er denn damit bezweckt, wenn er da eben vorhat, dass er sich bei dir meldet, dass er aktiv wird, ja, mit dem Ritter der Stäbe und den 10 der Münzen, ja. Wann er diese ganze Phase der Reue und dieser Hochschaubahn der Gefühle hinter sich hat, ja. Was er dann. Mit welcher Intention, ja, warum mag er eigentlich dann auf dich zukommen, ja? Mit welcher inneren Motivation? Unabhängig davon, ob er es tut oder nicht. Danke übrigens fürs Abonnieren von meinem Kanal, fürs Teilen, fürs Liken, Glocke drücken nicht vergessen. Danke für deine Wertschätzung, Stapel 3. Ich freue mich sehr, wann du dir den einen oder anderen spirituellen Impuls mitnehmen kannst von meinem Videogeschenk. So dann, die Intention, das Ass der Kelche, die Liebe, weil dich dieser Mensch liebt und er mag was dafür tun. Er mag die Intention ist, die Liebe mit dir wieder zu leben, diese Verbindung, diese schöne Verbindung, die ihr schon mal gehabt habt, weil da ist ein Blick auf die Vergangenheit zu sehen bei dieser Legung. Und ja, es ist auch erotisches Prickeln zu sehen. Also er findet dich auch körperlich sehr anziehend. Aber nicht nur, also es ist Herz,
Das Herz auch dabei. Stapel Nummer 3. Das war deine Legung. Ich danke dir für dein Interesse, fürs Mitdabeisein. Ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Ich darf mich freuen, wenn du dann wieder mit dabei bist. Viel, viel Segen für dich von ganzem Herzen. Stella.